Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Dinamo Zagreb gegen Borussia Dortmund. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und so tritt der BVB heute also an. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Heute kennen wir die Borussia natürlich als absoluten Spitzenverein, in Deutschland wie in Europa. Aber 1986, Buschi, da stand der Verein ganz kurz vor dem Abstieg. Das war der Wahnsinn. Damals gewann man hauchdünn die Relegation gegen Fortuna Köln. Vielleicht war das sowas wie die Initialzündung für den Verein. Vielleicht war das der Beginn der neuen Ära. Stefan Ristowski. Theophil Katerin. Ja, guter Pass. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Fängt diesen Ball ab. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Jetzt muss sich Piszczek befreien. Tolles Tackling von ihm. Ballbesitz verloren. Erling Haaland. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da hat er die Chance. Er hat schon wieder getroffen. Unglaublich. Im letzten Spiel der Doppelpack, jetzt das Tor, einfach klasse. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Theophil Katerin. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball.
Erling Haaland. Dortmund verliert den Ball. Ja, starker Pass. Emre Can. Jadon Sancho. Emre Can. Er hat nicht aufgepasst. Abseits. Da ging die Fahne zu Recht hoch. Theophil Katerin. In den freien Raum. Das sieht gut aus. Und Tor! Alles wieder offen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Dahoud. Piszczek hat den Ball. Manuel Akanji. Da ist Reus. Marco Reus am Ball. Emre Can. Gefährlich! Mahmoud Dahoud. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt der Vorstoß. Jetzt vielleicht die Flanke. Sieht gefährlich aus. Ganz geduldig machen Sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Und Reus. Erling Haaland. Emre Can. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Ah, das könnte was werden jetzt. Das war eng, aber er hat ihn. Spiel geht mit Einwurf weiter. Emre Can. Marco Reus. Sauberes Tackling von ihm. Jetzt ist Platz für den Konter. Vielleicht die Führung jetzt. Bückel, Ball noch im Spiel. Sie machen Druck. Reus. Erling Haaland. Da ist Sancho. Emre Can. Jetzt vielleicht der BVB. Jadon Sancho. Reus. Emre Can. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Oh, das sah vielversprechend aus. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1-1.
Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Zu zögerlich, was er hier heute zeigt, würde ich sagen. Er versucht einfach zu selten zum Abschluss zu kommen. Anstoß Dortmund, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Wieder so ein klasse Pass. Manuel Akanji. Piszczek hat den Ball. Da ist Reus. Dahoud. Akanji am Ball. Marco Reus. Da ist Sancho. Mats Hummels jetzt. Jetzt Mats Hummels. Und jetzt wird es Einwurf geben. Guter Vorstoß, kann was werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Reus jetzt am Ball. Dahoud. Emre Can. Ballverlust. Geht da voll in diesen Zweikampf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Ja, geht gut dazwischen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da haben wir nochmal diesen Treffer. Erst kommt der Doppelpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Wichtig für Dortmund. Damit führen sie jetzt. Theophil Katerin. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Manuel Akanji. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus.
Jetzt kann er den Ball reinbringen. Super Zweikampf, den Ball hat er. Vielleicht die Konterchance. Erling Haaland. Gefällt mir gut, was Sie da heute in Sachen Passspiel zeigen. Ja, ist schon klasse. Immer wieder sind die Anspielstationen da und das Auge bei fast allen, das passt. Guter Pass jetzt. Jetzt haben Sie vielleicht noch mal die Chance. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. Erling Haaland. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jadon Sancho. Und direkt zurückgespielt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Sie verlieren den Ball. Ballverlust. Erling Haaland. Guter Pass. Reus trifft. Wieder mal ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend, wie er das macht. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Theophil Katerin. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie holen sich den knappen Sieg. Es ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.